2020 an der Nordküste Spaniens. Drei Jugendliche sind mit ihrem Segelboot auf Weltreise, als Schwertwale plötzlich das Boot attackieren. Sie sind nicht die Einzigen, die so etwas erleben. Forscher haben die Schwertwale fotografiert und festgestellt, dass es immer die gleichen sind. Die ersten Angriffe dieser Orcas melden Segler im Juli 2020 vor Gibraltar. Dann geht es weiter entlang der Küste von Portugal bis Nordspanien und zurück. Meeresbiologen wie Fabian Ritter zählen mehr als 50 Zwischenfälle dieser Art innerhalb eines Jahres. Was ist los mit den Orcas? Haben sie es auf die Segler abgesehen? Man kann die Tiere ja identifizieren und man hat sie wiederholt auch fotografiert und dabei festgestellt, dass einige junge Männchen in dieser Gruppe schwimmen. Und insofern kann man davon ausgehen, dass das pubertierende Orcas waren, ja. Jugendlicher Übermut steckt also wahrscheinlich hinter den spielerischen Attacken. Die Segler kommen mit einem Schrecken davon. Die Orcas lassen von den Booten ab, sobald sie still liegen. Die Wale sind nicht böse. Vielleicht ist es mehr Neugier. Es ist so, dass die Orcas immer wieder die Ruder angehen oder auch die Boote umschubsen oder durch die Gegend schieben. Und sie scheinen Interesse daran zu finden, dass sie die Boote manipulieren. Also sie merken wohl, wenn ich ins Ruder beiße oder das Ruder irgendwie bewege, dann bewegt sich das Boot. Und das, glaube ich, hat die Neugier dann hervorgebracht. Und das sieht dann natürlich, klar, echt für einen Segler dann schon auch erstmal bedrohlich aus. Die Pubertät beginnt bei Walen mit etwa 10 Jahren. Der Körper stellt jetzt vermehrt Geschlechtshormone her. Pubertierende brauchen jetzt Risikobereitschaft. Denn sie trennen sich von ihren Eltern, schließen sich zu Gruppen zusammen und gehen eigene Wege. Das geht nicht immer gut. Januar 2016, Nordsee. Ein trauriges Szenario. 30 gestrandete Pottwale verwesen an der Küste. Forscher haben die Wale untersucht. Sie waren nicht unterernährt. Ihr Gehör, also ihre Orientierung, war in Ordnung. Aber alle gestrandeten Tiere waren zwischen 10 und 15. In der Pubertät. Bei den Pottwalen, die in der Nordsee stranden, ist die Sache noch deutlicher. Das sind nämlich alles junge Männchen, also ausnahmslos. Und es liegt wohl daran, dass diese Tiere mangelnde Erfahrung haben, auf ihren Wanderwegen dann falsch abbiegen, sozusagen in die Nordsee einschwimmen, was überhaupt nicht ihr Lebensraum ist. Und insofern ist das wohl auch jugendlicher Übermut und Unerfahrenheit, die dann tödlich endet. Bei Tieren, ähnlich wie bei Menschen, wirken Pubertierende oft angstfrei, mutig und völlig durchgeknallt. Pubertierende Gazellen etwa nähern sich Geparden. Dieses Verhalten ist als Raubtierinspektion bekannt. Was treibt die Gazellen zu dieser todesmutigen Annäherung? Tiergartendirektor Dag Enke hat eine Erklärung. Das heißt, wenn so junge Pubertierende, gerade die Böcke, dann auf solche Raubtiere zugehen, dann versuchen die natürlich auch, dieses Taxieren zu lernen. Dass sie lernen, wie kann ich das Verhalten des anderen einschätzen? Bin ich schnell genug in der Reaktion? Lese ich den richtig? Und das ist natürlich ganz essentiell für den Lernprozess, aber natürlich auch gefährlich. Aber das ist Pubertät, ist gefährlich. Im Tiergarten können jugendliche Tiere nicht weggehen, um sich ihren eigenen Platz zu erobern. Deswegen muss Dag Enke aufpassen und die Pubertierenden rechtzeitig von der Gruppe trennen. Man merkt das im Umgang mit den Tieren, wenn wir sie bei uns im Zoo haben, dass sie natürlich so ein bisschen aufmotzen, gucken, wie kann ich einen Tierpfleger provozieren. Also bei Tieren, wo man reingeht, dass man merkt, okay, der will es wissen oder die.
Und dann sieht man, wie die Fitness steigt im Spiel mit dem Vater. Und dann kommt der Punkt, wo der Vater irgendwann sagt, jetzt wird er mir gefährlich. Und dann wird es ernst und dann muss man eingreifen. Die Pubertät ist eine wichtige und schwierige Entwicklungsphase. Die meisten Hunde, die bei Trainer Martin Kahrt landen, sind in der Pubertät. Wie auch die Hunde, die in Tierheimen abgegeben werden. Sie sind oft zwischen 6 und 18 Monaten alt. Aus dem süßen Welpen wird ein bockiger Halbstarker. Der guckt nur doof. Der guckt nur doof. Bleib, bleib. Genau in der Phase jetzt kommen die meisten dann. Also die waren vor einem Jahr schon mal da, war ein Welpe. Oder mehr oder minder. Und das war alles easy. Und mit einmal fangen die dann an, ja, wenn es in der Hose juckt, ne? Also das ist einfach wie bei uns auch. Also die Hormone kommen dazu. Das sind also diverse Prozesse im Gehirn. Englische Forscher haben herausgefunden, dass Hunde in der Pubertät weniger auf ihren Besitzer hören, aber auf andere Menschen sehr wohl. Das heißt, sie haben die Kommandos nicht vergessen. Stopp. Aber sind deutlich näher an die Kamera rangekommen über die Arbeit hier drauf. Ähnlich wie Jugendliche, die in der Pubertät den Konflikt mit ihren Eltern suchen, fordern Hunde in dieser Phase ihre Besitzer verstärkt heraus. Das Gehirn gleicht jetzt einer Großbaustelle und der Umbau geht unterschiedlich schnell. Stark vereinfacht? In der sogenannten grauen Substanz der Großhirnrinde werden überflüssige Verbindungen wieder gekappt. Nur das Nötige bleibt erhalten. Zugleich kommt es offenbar zu einem Ausbau der häufig gebrauchten Verbindungen, über die die Informationen zwischen den Nervenzellen nun schneller laufen. Dieser Ausbau führt zu einer Zunahme der sogenannten weißen Substanz. Bereiche wie Motorik und Sprache werden zuerst umgebaut. Impulskontrolle als letztes. Pläne schmieden, Impulse oder Emotionen kontrollieren oder Entscheidungen treffen, für die man Möglichkeiten abwägen muss. All das funktioniert in dieser Umbauphase noch nicht. Ich habe erstmal oben Kabelsalat. Das heißt, irgendwer hat da die ganzen Kabel rausgerissen, steckt die neu zusammen. Und dadurch funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr. Also als Baby brauche ich das Nötigste so, oder als kleines Kind. Und dann muss ich ja irgendwann Mathe können und all so ein Kram. Oder auch Umweltreize und sowas und muss das verarbeiten können. Das heißt, die lernen in der Zeit sau viel und sau schnell. Wie lange dieser Prozess dauert? Ganz unterschiedlich, von Art zu Art. Bei Hunden geht die Pubertät etwa bis zum Alter von 2,5 Jahren. Am Ende dieser Phase funktioniert die Impulskontrolle besser und die Risikobereitschaft nimmt wieder ab. Risikobereit, impulsiv und rüpelhaft. Ein pubertierendes Tier unterscheidet sich also gar nicht so sehr von einem pubertierenden Menschen. Und deswegen dienen pubertierende Tiere in der Forschung auch als Modell für Teenager. Die verhalten sich zwar manchmal wie Halbstarke, sind aber eigentlich besonders verletzlich und anfällig für Mobbing, Drogen und Depressionen. Warum ist das so? Pubertierende wollen Zeit mit ihren Freunden verbringen. Für ihre Eltern interessieren sie sich kaum noch. Doch passende Freunde zu finden, das ist nicht unbedingt einfach und klappt auch nicht immer. Soziale Ausgrenzung und Mobbing sind für Pubertierende gefährlich. Sie können dazu führen, dass es im späteren Leben eher zu Schizophrenie, Depressionen oder Sucht kommt. Pubertierende Tiere dienen als Modell für den Menschen, um die Prozesse und Gefahren dieser Phase besser zu erforschen. Denn auch für jugendliche Ratten sind Freunde wichtig. In der Gruppe lernen sie zu kommunizieren und sich richtig zu benehmen. Rainer Sparnagel und Axeli Suraka untersuchen Mobbing. Genauer gesagt wollen sie wissen, ob die Schaltkreise im Hirn für sozialen und physischen Schmerz die gleichen sind. Allein das Wort sozialer Schmerz impliziert ja, dass hier ähnliche Prozesse in Gang geschoben werden. Und wir sehen auch im Gehirn Veränderungen, gerade in Netzwerken, wo Schmerzreize verarbeitet werden. Die werden auch bei solchen sozialen Zurückweisungen, wenn genau diese Netzwerke auch bedient.
Das sind Whisterratten. Sie spielen viel, vor allem nachts. Und sie benehmen sich ganz anders als Ratten der Gattung Fischer. Die sitzen lieber rum. Das Experiment? Eine Whisterratte muss erst für 4 Stunden allein bleiben. Spielentzug. Jetzt will sie spielen. Aber zu ihr kommt eine Fischerratte, nicht eine Freundin der gleichen Art. Was passiert? Die Fischerratte ignoriert sie. Die Ratten verstehen sich nicht. Die Whisterratte fühlt sich ausgeschlossen. Nachts fangen sie dann sogar an, sich gegenseitig weh zu tun. Je mehr sozialen Schmerz die Ratte erfährt, desto weniger schmerzempfindlich ist sie. Denn sozialer und körperlicher Schmerz sind ähnlich. Forscher nehmen an, dass im Körper beide durch das Endocannabinoid-System laufen, kurz ECB-System. Es kommt im Gehirn- und Nervensystem aller Säugetierarten vor. Es erkennt Cannabinoide, körpereigene und pflanzliche. Seine Aufgabe? Es reguliert Schmerz, Schlaf, Appetit, Entzündungen, das Gedächtnis, die Stimmung. Dass die Schmerzempfindlichkeit der zurückgewiesenen Ratte abnimmt, beweisen die Forscher im Anschluss mit einer 52 Grad heißen Platte. Die glücklichen Ratten halten nur ein paar Sekunden aus. Die ausgeschlossenen Ratten fast doppelt so lang. Daraus resultiert dann auch dieses selbstverletzende Verhalten, weil der Schmerz anders wahrgenommen wird. Aber nicht nur das. Mobbing führt auch dazu, dass Ratten ängstlicher sind. Sie trauen sich kaum noch, eine neue Umgebung zu erkunden. Außerdem fangen sie im Erwachsenenalter an, Alkohol zu trinken, wenn man ihnen die Wahl lässt zwischen Wasser und Alkohol. Was vielen nicht bekannt ist, dass Dinge, die in dem Alter, während der Pubertät passieren, lebenslange Konsequenzen haben können. Das müsste man besser hinaustragen. Lehrer müssten sich dessen mehr bewusst sein. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, was dort in Schulen passiert. Und wenn Lehrer das Wissen nicht haben, dann denken die, na ja, ist jetzt halt passiert, aber das wird schon wieder. Wir können zeigen in den Tiermodellen, aber auch in der psychiatrischen Forschung, dass das nicht schon wieder wird, sondern bei einigen Leuten wirklich lebenslange negative Konsequenzen haben kann. Pubertierende sind also sehr sensibel. Doch welche Vorteile hat der Gehirnumbau, der in der Pubertät stattfindet? An der Uni Magdeburg untersucht das Team von Markus Fendt, welche Mäuse am flexibelsten sind in ihrem Denken. Die Kinder, die Jugendlichen oder die erwachsenen Mäuse. Das Besondere? Die Regeln des Spiels ändern sich ständig. Gerade wird das Leckerli da versteckt, wo die Schale nach Eukalyptus riecht. Die Größe der Kugeln ist egal. Alle Mäuse lernen das relativ schnell. Kurze Zeit später ist die Belohnung da, wo es nach Rosen und Honig riecht. Und dann ist auf einmal die Größe der Kugeln entscheidend. Das Leckerli ist entweder nur bei den großen oder nur bei den kleinen Kugeln versteckt, egal ob sie nach Eukalyptus oder Rosen riechen. Wer findet die Belohnung am Ende am schnellsten? Die Kinder? Die Erwachsenen? Die pubertierenden Mäuse sind am schnellsten. Sie haben die größte kognitive Flexibilität. Die Pubertät als eben die Phase, wo man sich ablöst vom Elternhaus, vom Sozialverband bei Tieren, da ist es besonders wichtig. Und wahrscheinlich hat es dann die Evolution so eingerichtet, dass genau in dieser Phase eben die beste kognitive Flexibilität da ist. Und das macht Pubertierende so verletzlich? Uns interessiert, warum das so ist, was im Gehirn dann anders ist während der Pubertät. Da gibt es schon viele Hinweise, dass bestimmte Transmittersysteme, Überträgersysteme im Gehirn viel sensitiver reagieren. Und diese Sensitivität, die kann eben dann dafür verantwortlich sein, dass eine neuropsychiatrische Erkrankung später dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftritt, wenn irgendwas Bestimmtes während der Pubertät passiert. Manchmal sind pubertierende Mäuse auch zu schnell, impulsiv, nicht vorsichtig genug.
Sie müssen hier mit ihrer Schnauze auf den aufleuchtenden Bildschirm stoßen, um ein Leckerli zu bekommen. Die Pubertierenden können es manchmal nicht erwarten. Sie sind zu ungeduldig und machen Unsinn. Pubertierende reagieren sehr schnell und vielleicht auch mal übersensibel. Das gilt auch für den Menschen. Also, sie mögen zwar manchmal bockig erscheinen, doch das ist nur die halbe Wahrheit.